Die ganze Verkleidung muss ab, die ganze Innenverkleidung? Ja. Wir nehmen alles nochmal raus und bauen alles nochmal von vorne. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir wollen gucken, wie jetzt der Bulli aussieht und Roman möchte uns einmal auf den neuesten Stand bringen. Man hat das erste Stück so ganz dünn überlackiert und wir wollen jetzt gucken, ob der Lack angekommen ist. Ja. Hast du Lust rauszugehen und das Tor aufzumachen? Ach so, es hat übrigens angefangen zu schneien. Wir wollten gerade auch schon spazieren gehen, das haben wir abgebrochen. Film das mal, wie gemütlich das ist, so mit dem Postkasten und so. Das sieht richtig gut aus. Ja, aber das müsste ich denn jetzt zensieren. Wow! Oh. Ja, es ist kalt. Also heute Morgen schien die Sonne und dann hat es angefangen zu schneien. Wie ist es draußen so? Oh, ist ein bisschen windig heute. Auf rein. Oh, so, da sind wir. Oh ja, weißt du was Neues? Nein. Oh, 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 oh! Vorsicht. Scheiße, die Türklinke hält nicht mehr. Na toll, fliegt die Tür mal auf, oder so wie? So geht's. Ja, Licht. Ah. Geh weg. Eine Lampe. Haben Sie hier eine Lampe? Und Bulli! Das sieht doch gut aus. Also ich finde es nicht schlecht. Das ist natürlich sehr dünn. Du musst es natürlich hier. Das überdeckt aber wie Hunde. Ja, aber es ist. Ja, trotzdem musst du zweimal rüber, mindestens. Da kommt richtig Lack drauf. Ich will den ganzen Eimer verstreichen. Also, hier sehe ich schon, hier hast du alles geschliffen und dann? Mit was also ist denn das behandelt? Die Felgen habe ich geschliffen. Die haben jetzt die Radkappen drauf. Das sieht auch ordentlich aus. Ach, die Felgen hast du auch geschliffen? Ja, die haben. Was hier hinten links kannst du sehen, wie die vorher ausgesehen haben. Oh ja, hinten links. Ach so. Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht so gut sehen. Ja, Stahlfelgen. Ja, jetzt sind es halt wieder glänzende schwarze Stahlfelgen vor, waren ja von in Rost. Wenn du jetzt reinguckst. Hier hast du mit deinem Gerät hier gereinigt. Gereinigt, ja. Mit Gerät. Hast du dein Handy dabei? Ja. Wie heißt denn das Gerät jetzt noch? Der Tornado? Nee, wie hieß der? Ich glaube Tornado. Lass ich mal auf den Fahrrad sitzen. Ja, warte mal, wie mache ich denn das jetzt am besten? Warte. Ja, sind da auch viele Sachen, die für dich sind, ne? Ui, ich sitz. Setz dich mal richtig in Fahrtposition. So. So. Ja. Man sieht überhaupt nicht, was wir gemacht haben. Also. Hier. Ich mache hier mal aus, so. Aus meiner Position. Ja. Haben wir hier, da jetzt mein Handyhalter-Dings. Ich dachte jetzt, wenn... Oh, das hier aber auch. Ja, ja. Und den habe ich gereinigt, bevor ich angefangen habe zu schleifen. Ach du Scheiße. Ja, klar, schleifen. Oh Gott, ja, ich sitze da auch drin, ne? Ja. Dann haben wir gestern darüber gesprochen oder haben angefangen, über den Küchenblock nachzudenken, wie wir den jetzt bauen. Da haben wir jetzt zwei verschiedene Varianten erstmal. Sind da aber noch nicht so ganz sicher, was wir machen. Also wir haben gesagt, wir wollen erstmal einen einfachen, schnellen Küchenblock bauen, den wir da reinsetzen können, damit wir erstmal überhaupt den Bulli nutzen können. Und optimieren können wir es dann immer noch. Wenn du mit dem Schleifen durch bist, sag ihm Bescheid, dann fange ich nämlich an. Du kannst jetzt schon anfangen. Nee, ich baue hier nicht noch schon die Innenverkleidungssachen ein, wenn du... Nee, nicht ein, aus. Das muss alles weg, damit wir links das Schiebefenster reinkriegen. Das heißt... Die ganze Verkleidung muss ab, die ganze Innenverkleidung? Ja. Wir nehmen alles nochmal raus und bauen alles nochmal von vorne. Ja, wir machen den ganzen Lack bis auf den Fußboden. Wie ist das eigentlich beim Lackieren mit den Innensachen? Also hier unter der Verkleidung ist ja scheißegal, ob das noch rot ist. Aber die Türeinstiege, die Tür... Die Türen will ich alle mit in Farbe haben. Ja eben, wie macht man das? Entweder Türen ausbauen.
Ja, mhm. Türen ausbauen. Also ich habe ihn von unten ja schon so gut wie sauber, sage ich mal, also den ganzen alten Unterbodenschutz runtergekämmt, das alles wieder vernünftig neu gemacht und ich arbeite so an allen Ecken und Kanten im Moment, mhm. weil auch der Anspruch an so körperlich immer ein bisschen unterschiedlich ist. Unten drunter kriegst du halt immer alles mögliche ab und du bist immer geduckt und oder arbeitest nach oben oder über Kopf. Und wenn ich dann davon müde bin, dann mache ich die Seiten und dann wechsle ich immer so hin aber und her. Aber du hast doch jetzt überall die groben Stellen, die Roststellen schon rausgeschliffen und das heißt, wir können doch jetzt eigentlich, jetzt müsste nur noch der restliche Lack angeraut werden. Nee. Die Kotflügel haben wir ja neu. Die, ja. Alten, die sollen ja weg, obwohl dieser rechte, nee, der ist noch hin, der kommt auch weg. Wir wollen ja auf beiden Seiten Schiebefenster haben, richtig? Ja. Ja, weiß ich, das hast du gesagt. Ich finde es sinnvoller. Ich finde das wesentlich schöner, wenn du die aufmachen kannst. Ich finde es nicht notwendig. Es ist halt die Frage, wie viel Arbeit es ist und ob das... Die Arbeit, ich find, es ist die also das raus muss das Fenster eigentlich... Nee, das Fenster muss eh raus, weil wir da Rost... Ja, dann ist doch egal, dann kann man es auch wieder... Rost beseitigen müssen. Und wir haben das andere schon. Ja. Also kommt da ein Schiebefenster rein. Gut. Ich würde ja gerne hinten geschlossene Türen behalten. Ja. Ich finde es halt optisch schöner und wir können hier halt auch Sachen drauf festschrauben, ne? Wenn wir eine Leiter haben, dann kann die hier schön dran fest. Ja, und, ja. Ja, ich meine, mit der Kamera ist ja in Ordnung. Eine Rückfahrkamera ist schon drin. Ja. Die wurde für mich extra eingebaut, weil ich gesagt habe, mit dem Ding ohne Fenster hinten kann ich nicht fahren. Ja, hier kannst du halt oben rum sehen. Hier habe ich schon die ganze Dichtmasse rausgekämmt. Hier ist auch so dieses Problem, dass ich meinte, du hast hier so eine Doppelsicke. Das ist sehr mühselig, den Mist hier rauszuholen. Ja. Was halt auch noch ein ganz, ganz heftiger Fallstrick ist bei so einem Bulli, ist der Scheibenrahmen. Das heißt, die Frontscheibe werden wir rausnehmen. Rausschneiden noch und ja, der sieht schon mächtig schlecht aus. Scheibenrahmen ist eine der schlimmsten Stellen, die das Auto hat. Sonst sind wir dann erstmal durch. Ja, ich mache dann den Innenraum leer. Das heißt, hier Sitze wieder raus, die Verkleidung da, hatten wir gerade gesagt, muss raus. Und was ist noch hier? Alles raus? Alles raus. Alle Seitenverkleidung, alle Deckenverkleidung nehmen wir raus. Den Stoff von dem Hubdach habe ich schon zum Teil zu Hause. Also die, zumindest die Moskitonetze, das will ich alles durchgewaschen haben. Ja, das wird alles vernünftig gereinigt jetzt. Okay, und dann können wir an der anderen Seite schon anfangen zu lackieren. Hier war jetzt nur der Testdurchgang, wie es jetzt, ob der Lack gut ankommt und wie es aussieht. Und auf der anderen Seite fangen wir dann an. Ja. Okay. So, ich schalte erstmal wieder ab. Ihr wisst so einigermaßen, was jetzt auf uns zukommt. Und ich melde mich wieder, sobald wir dann weitermachen. Beziehungsweise sobald, ja, sobald ich mal mit dabei bin, damit ich das auch mal filmen kann. Weil bisher war ich ja nicht dabei. Aber ich muss ehrlich sagen, auf das Lackieren habe ich auch Bock. Ja, das macht auch echt Laune. Ja. Schleifen lustig. Okay. Aber das Schleifen hast du ja fast fertig, dann kann ich ja lackieren. Ja, natürlich. So, also, ich lasse dir die schönen Teile über. Ich mache immer die Drecksarbeit und dann kommst du her und machst alles. Das ist wie im wahren Leben. So ist das nun mal. Das ja. Nennt man Ehe. Gott, ich werde gerade gehasst dafür, glaube ich. Egal. Also, bis zum nächsten Mal. Du bist dafür gerade gehasst. Ja, okay, ich gehe dann mal. Tschüss! Roman, kannst du demnächst Hosen tragen, die zwei Taschen haben? Von mir aus vier, aber dann ist Ende. Nervig nicht. Ah!